Liebe Nestle-Manager, wir haben euch kritisiert, weil ihr euer Nesquik-Knusperfrühstück mit Vollkorn und mit Vitaminen als einen ausgewogenen Start in den Tag bezeichnet. Jetzt habt ihr reagiert gegenüber stern.de und weist darauf hin, dass ihr die Rezeptur überarbeitet habt. Seit 2003 wollt ihr den Zuckergehalt um insgesamt 33% reduziert haben. Das klingt gut, aber was bedeutet das eigentlich? Dieses Knuspermüsli Double Chocolate, diese Kakaokekse, diese Waffeln und sogar dieser Schokokuchen enthalten alle weniger Zucker als eure ach so gesunden Frühstücksflocken für Kinder. Liebe Manager von Nestlé, hört auf, dieses Produkt als ein gesundes Produkt zu bewerben. Vermarktet es als das, was es ist, eine Süßigkeit. Wir rufen die Verbraucherinnen und Verbraucher dazu auf, zu unterschreiben und diese Botschaft an euch zu senden, damit ihr eure Verantwortung als größter Lebensmittelkonzern der Welt endlich ernst nehmt.